Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich will erst mal damit anfangen zu sagen, wir sind uns, denke ich, einig, dass wir ein gutes Leben für alle in dieser Gesellschaft einstreben. Und es geht, wenn ich jetzt kritisch mich zum BGE äußere, nicht darum, irgendetwas irgendwem nicht zu gönnen oder irgendwas verhindern zu wollen, was ansonsten sich durchsetzen würde. Das Problem ist, dass ich eine ganz andere Einschätzung habe, zu welchen realen Wirkungen diese Debatte führt und eben eher der Meinung bin, dass sie uns nicht weiterbringt, dass sie uns ablenkt von den Kämpfen, um die es tatsächlich geht. Und da will ich mal ein Marx-Zitat leicht modifizieren, das Zitat, ich kriege es nur auf den Kopf hin, das heißt so ungefähr so, die Geschichte tut nichts, sie kämpft keine Kämpfe, es ist immer der wirkliche lebendige Mensch, der alles tut und kämpft. Und bei dem Vortrag gerade hatte ich doch den Eindruck, als würde uns immer das BGE tut, das BGE schafft, das BGE bringt. Das BGE bringt gar nichts, es wird auch nicht kommen. Und das ist das Problem. Wir müssen eine Politik machen, die reale Kämpfe bewegt, und die Leute kämpfen nicht fürs BGE, die kämpfen für ihren Arbeitsplatz, die kämpfen für höhere Löhne, die kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen, die kämpfen für ganz konkrete soziale Ziele, die auch durchsetzbar sind durch diese Kämpfe oder die zumindest nicht irgendwo im Jenseits liegen. Das bedingungslose Grundeinkommen hat einfach auch eine Menge Probleme. Es ist aus meiner Sicht weder erforderlich noch geeignet, um die sozialen Probleme zu lösen. Die sozialen Probleme sind viel mehr als die Frage, dass Leute einen bestimmten Geldbetrag kriegen und dann ist alles gut. Das zentrale Interesse, das die meisten Menschen haben, die Erwerbslosen und die Beschäftigten, ist, eine gute Arbeit zu haben, eine möglichst gute und gut bezahlte Arbeit. Das ist viel mehr als nur ein Grundeinkommen. Das ist mehr Geld, aber es ist vor allem auch Anerkennung, soziale Integration. Da hängt viel mehr dran als nur Grundeinkommen. Dann Armutsbekämpfung. Das Grundeinkommen soll Armutsbekämpfung bringen. Ja, aber das können wir viel einfacher und realistischer haben durch eine bedarfsabhängige soziale Mindestsicherung, wie wir sie als Linke fordern. Das ist viel leichter durchsetzbar und es ist repressionsfrei und bürgerrechtskonform gestaltbar, wenn wir auf die Leute zugehen, statt sie sozusagen abschrecken zu wollen, wenn man eben eine ganz andere Sozialpolitik macht. Das ist dann auch durchsetzbar. Es ist auch nicht so, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen dann den Unterschied hätte, dass es dann keine Kontrollen mehr gibt. Ja, es ist ja bedingungslos für alle, keiner muss mehr kontrolliert werden, ob überhaupt ein Bedarf da ist. Tatsächlich ist es so, Kontrollen sind notwendig immer, weil das muss finanziert werden. Und wir werden in einem massiv erhöhten Umfang eine steuerliche Umverteilung haben müssen. Und natürlich muss dann kontrolliert werden, dass die Leute auch ihre Einkommen vollständig versteuern. Und das muss wesentlich schärfer kontrolliert werden als heute, weil es muss wesentlich, wesentlich schärfer besteuert werden. Da kann ich gleich dann auch sagen zu diesen Finanzierungsvorstellungen und Berechnungen in dem Konzept. Es führt jetzt zu weit, das im Einzelnen nachvollziehen zu wollen. Ich sage nur, es funktioniert nicht. Man kann sich nicht hinstellen und einfach ein paar 10, 20 neue Steuern erfinden und die kumulieren und sagen, damit ist doch alles ganz einfach und wir haben uns das schön gerechnet. Das Volkseinkommen ist die Grundlage für die gesamte Umverteilung. Mehr geht nicht. Es ist so, dass, um die Zahlen mal realistisch zu haben, man das nicht vergleichen kann mit irgendwelchen Finanztiteln, die an Finanzmärkten bewegt werden, die eigentlich Schuldentitel sind. Man muss es vergleichen mit wirklichen Ausgaben, die in einem Jahr vorgenommen werden. Und dann ist diese knapp 1.000 Milliarden, die zugegebenermaßen das Konzept der BAG-Grundeinkommen kostet, das ist mehr als Bund, Länder und alle Gemeinden in dieser Republik ausgeben bisher. Es ist ein Zweitstaat vom Umfang her. Es ist teurer als alles, was alle Länder, alle Kommunen und der Bund im Moment zusammen ausgeben. Ja? Entsprechend braucht man ein mehr als verdoppeltes Steueraufkommen. Locker, ne? Wir haben ein Steuerkonzept, das ziemlich anspruchsvoll ist und das 180 Milliarden Euro einbringen soll. Hier geht es aber um 1.000 Milliarden. Also jeder, der ein bisschen ökonomische Größenordnung kennt, findet das absurd. Ja? Es würde nur funktionieren, oder es könnte nur funktionieren, wenn wirklich jeder zusätzlich verdiente Euro in der Größenordnung 70-80% besteuert würde. Das erfordert natürlich massiv verschärfte Kontrollen, weil auch das funktioniert nur, weil wirklich jeder Euro so besteuert wird und nichts irgendwie schwarz läuft und so weiter. Es ist aus meiner Sicht vollständig unrealistisch. Dann, also der Unterschied ist nicht, es gibt dann keine Kontrollen mehr. Der Unterschied ist tatsächlich, es wird in die eine Tasche reingesteckt und aus der anderen
mit massiv erhöhten Steuern und Abgaben wieder rausgezogen. Und das ist schon ziemlich problematisch mit den verschärften Kontrollen, die damit verbunden sein müssen. Stefan hat gerade gesagt, das wertschätzt die Erwerbsarbeit, es ist gar keine Alternative dazu. Ich erlebe schon, dass in der Grundeinkommensdebatte immer wieder das Grundeinkommen als die emanzipatorische Alternative gewissermaßen zur Erwerbsarbeit dargestellt wird. Es geht um eine Entkopplung von der Erwerbsarbeit. Das steht ja, glaube ich, sogar so ähnlich formuliert im Grundsatzprogramm. Das ist auch eine Illusion. Das BGE wäre ja eine Geldleistung. Was heißt denn Geld? Geld ausgeben. Man kauft Waren, man kauft Dienstleistungen. Was heißt das? Die haben Leute hergestellt, und zwar in Erwerbsarbeit. Am deutlichsten wird das, wenn ich ins Restaurant gehe und bestelle mir da was. Was heißt das? Ich kommandiere quasi, dass der Koch und die Kellnerin oder andersrum, dass die dann was machen, dass die mir was kochen, dass die mir was bringen, und zwar nicht, weil sie da Lust zu haben, sondern weil ich bezahle. Und Leute, die ein Geldeinkommen wollen, um damit ihre Bedürfnisse zu decken, wollen das genauso. Ich habe da gar kein großes Problem mit. Aber es ist auf keinen Fall irgendeine emanzipatorische Alternative zur Erwerbsarbeit. Es beruht vollständig auf Erwerbsarbeit. Und zwar auf Erwerbsarbeit, die andere machen. Oder auch natürlich die, die das Grundeinkommen kriegen und dann auch noch Erwerbsarbeit machen, ist klar. Aber es ist nicht die Alternative. Und die Alternative besteht tatsächlich darin, vor allem in der Arbeit die Befreiung durchzusetzen, die Bedingungen zu verbessern, Demokratie und Selbstbestimmung zu erhöhen und vor allem sie gerecht und gleichmäßig auf alle zu verteilen. Arbeitszeitverkürzung. Aber dann eben so, dass alle weniger arbeiten, aber auch möglichst alle sich beteiligen können am gesellschaftlichen Arbeitsprozess. Und zwar speziell am Erwerbsarbeitsprozess. Und damit auch ein eigenes Einkommen erzielen, was im Zweifelsfall auch deutlich höher ist als ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und mit weiteren Vorteilen verbunden ist. Darum bleibt die Aufgabe eine linke Wirtschafts- und Sozialpolitik, vor allem eine linke Wirtschaftspolitik. Das Ziel der Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit, Massenerwerbslosigkeit ist unverzichtbar. Nur das ändert auch tatsächlich die Kräfteverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt und in den Betrieben. Ja, wenn nicht mehr sozusagen wir Angst haben müssen, entlassen zu werden und keinen Job zu finden, sondern wenn der Chef Angst haben muss, keinen mehr zu finden, wenn ich was Besseres habe oder woanders hin will. Das ändert die Kräfteverhältnisse, sonst nichts. Und da ist eine ganze Menge zusätzlicher Erwerbsarbeit notwendig, die auch allemal ermöglichen würde, Erwerbslosigkeit weitgehend zu beseitigen. Und dafür bräuchte man viel, viel, viel weniger Geld als für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja? Dass, wenn wir unsere Forderungen für ein Zukunftsinvestitionsprogramm, für die Ausweitung sozialer Dienstleistungen und öffentlicher Beschäftigung umsetzen könnten, wäre die Erwerbslosigkeit massiv reduziert und es wäre weitaus leichter und einfacher durchzusetzen. Aber wir seht ja, auch das ist mehr als schwer durchzusetzen. Ja? Also wir schaffen manchmal nicht ein paar Milliarden zusammenzukratzen, aber 1000 Milliarden sollen natürlich kein Problem sein. Auch die Sache mit dem Kombilohn ist nicht so leicht von der Hand zu weisen. Ob das die Befürworter eines linken Grundeinkommens wollen oder nicht, spielt doch dabei gar keine Rolle. Es hat einfach die effektive Auswirkung, dass der Lohn halt keine existenzsichernde Höhe mehr haben muss. Jede Erwerbstätigkeit hätte dann sozusagen Charakter von Zuverdienst. Wir haben sowas. Wir haben ja Leute, die könnten im Prinzip leben von BAföG, von irgendwie aus dem Familienzusammenhang und die machen Minijobs oder sowas. Und das sind die Bereiche, die trotzdem oder gerade deswegen diejenigen sind, wo die geringsten Löhne gezahlt werden, die am ehesten bereit sind, zu Niedriglöhnen zu arbeiten, weil jeder Euro mehr natürlich immerhin besser als nichts ist. Ja? Also ich denke, es hätte diese Kombilohnwirkung und man kann natürlich alles Mögliche fordern, dann zusätzlich einen erhöhten Mindestlohn etc., aber es gibt die sozialen Kräfte nicht, die das dann durchsetzen, ja, weil die Begründungen dafür und weil die Interessen dafür nicht mehr da sind. Und wie gesagt, wir müssen uns, glaube ich, schon auf die Interessen und die Kämpfe beziehen, die sich auch real abspielen und organisieren lassen. So, und als letztes, es ist völlig klar, das ist das Gegenteil von dem, was unsere linken Befürworterinnen und Befürworter eines Grundeinkommens wollen, aber es gibt natürlich neoliberale Vorstellungen eines Grundeinkommens, wo das praktisch sich auf Hartz-IV-Niveau abspielt, wo das den Sinn geradezu hat, die sozialen Regulierungen, die es gibt in der Arbeitswelt, zu schleifen. Weil wird gesagt, ist ja alles nicht mehr nötig. Auch Sozialversicherungen, ist doch alles nicht mehr nötig. Die Leute haben ein Grundeinkommen, was brauchen sie mehr? Alles Weitere wird dann privat organisiert. Die Versicherungsindustrie freut sich. Das Problem dabei ist, das sind die einzigen Vorstellungen eines bedingungslosen Grundeinkommens, die auch nur einen Hauch von Realisierungschance in dieser Gesellschaft haben. Weil dafür gibt es Interessen. Dafür gibt es Teile des Kapitals, die das spannend finden und die ein Interesse daran haben, sozusagen die Regulierung des Arbeitsmarktes zu zerschlagen, die Sozialversicherungen zu zerschlagen und so weiter. Und wie gesagt,
Es ist schön, wenn linke Befürworter eines Grundeinkommens in der Grundeinkommensszene gegen solche Konzepte wirken. Das finde ich wirklich positiv. Aber es ändert nichts daran, es sind die einzigen Konzepte, die eine reale Chance haben, durchgesetzt zu werden. Darum glaube ich, dass es wichtig ist, grundsätzlich zu sagen, Grundeinkommen hört sich nett an, ist eine hübsche Idee, aber letztlich keine gute Idee und schon gar keine gute Idee für eine sozialistische Partei. Weil unser Ziel muss letztlich sein, demokratischer Sozialismus, nicht Grundeinkommen. Das ist nicht dasselbe. Wenn wir Sozialismus haben, haben wir sozusagen die Massenerwerbslosigkeit überwunden, dann gibt es schon gar keinen Grund mehr, warum man ein Grundeinkommen brauchen sollte. Und ja, ich denke, das ist die Perspektive. Und die besteht im Kern darin, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir den gesellschaftlichen Produktions- und Arbeitsprozess organisieren. Das ist die Hauptaufgabe, glaube ich, die Hauptschwierigkeit eines Konzepts von demokratischem Sozialismus, wie wir eine demokratische Organisation des Produktions- und Arbeitsprozesses gesellschaftlich hinkriegen, die nicht mehr kapitalistisch ist. Diese Frage interessiert die Grundeinkommensbefürworter letztlich überhaupt nicht. Okay, insoweit, ich hoffe, es ist deutlich geworden, weshalb ich denke, dass die Grundeinkommensfrage keine Perspektive für die Linke ist und dass es auch tatsächlich nicht nur darum geht, über verschiedene linke Modelle von Grundeinkommen zu diskutieren, sondern dass wir im Grundsatzprogramm stehen haben, wir diskutieren das grundsätzlich kontrovers, ob das überhaupt Sinn macht. Und aus meiner Sicht ist es grundsätzlich keine sinnvolle Idee, sondern wir sollten für höhere Löhne, für bessere Sozialleistungen, Mindestsicherungen, für besser ausgestattete Sozialversicherungen, höhere Renten und so weiter kämpfen. Das ist das, worum es tatsächlich geht und wo wir auch Erfolge erzielen können, wo wir Menschen mobilisieren können. Dankeschön.